Hallo Lieben, da ist wieder eure Katrin und ich freue mich, euch heute eine weitere Papu-Neuheit aus 2018 vorzustellen, den Comsug Natus. Dieses Modell sieht doch sehr nach den Comsug Nati aus den Jurassic Park Filmen aus. Ja, und ich denke, der ist davon auch ziemlich inspiriert, denn wissenschaftlich korrekt ist der hier sicherlich nicht. Aber trotzdem ist es ein schönes Modell von etwa 20 cm Länge und 11 cm Höhe. Und wie die meisten Fleischfresser von Papo hat auch der kleine Comsug Natus einen beweglichen Unterkiefer. Doch bevor ich zum Modell selbst komme, komme ich erstmal zu den Fakten rund um dieses Tier. Der Comsug Natus, dessen Name so viel bedeutet wie zierlicher Kiefer, übersetzt aus dem Griechischen, weil Komsos heißt zierlich und Gnathos heißt Kiefer, ist eine Gattung kleiner Theropoda-Dinosaurier aus der Familie der Compsognathidae, die im Oberjura, also vor 152 bis 147 Millionen Jahren, in Europa lebte. Compsognathus erreichte die Größe eines Truthahns und war wie die meisten Theropoden ein zweibeiniger Fleischfresser. Bisher wurden zwei gut erhaltene Skelette entdeckt, eines zur Zeit der 1850er Jahre in Deutschland und das zweite über ein Jahrhundert später in Frankreich. Comsug Natus gehört zu den wenigen Dinosauriern, deren Ernährung anhand von Fossilfunden bekannt ist. So fanden sich in den Bäuchen beider Individuen die Überreste kleiner agiler Echsen. Das in Deutschland gefundene Exemplar ist das erste vollständig erhaltene Fossil eines Dinosauriers, das entdeckt wurde, obwohl es anfangs einer Eidechse zugeschrieben wurde. Die einzige bekannte Art, Typusart, ist Comsug Natus longipes, obwohl früher das in Frankreich entdeckte Exemplar als eigene Art, also Comsug Natus coralestris, geführt wurde. Bis 1980 und 1990er Jahre galt Comsug Natus als der kleinste bekannte Dinosaurier und als nächster Verwandter des Urvogels Archaeopteryx. Deshalb ist Comsug Natus auch außerhalb der Wissenschaftskreise bekannt geworden. Comsug Natus ist von zwei fast vollständig erhaltenen Skeletten bekannt. Das in Deutschland gefundene Skelett gehörte zu einem etwa 89 cm langen Tier, während das in Frankreich entdeckte Skelett auf ein etwa 125 cm langes Tier schließen lässt. Jahrzehntelang galt Comsug Natus als kleinster bekannter Dinosaurier. Später wurden jedoch noch kleinere Dinosaurier entdeckt, wie Caenagnathasia, Microraptor oder Parvicursor. Gewichtsschätzungen reichen von 0,26 bis 0,58 kg für das kleinere und von 0,83 bis 3,5 kg für das größere Exemplar. Wie andere Compsognathiden wies Comsug Natus kurze Arme mit jeweils drei kräftigen Fingern und einen verhältnismäßig langen, aber dünnen Schädel auf. Der Schwanz ist in beiden Fossilien nur unvollständig erhalten geblieben. Der verwandte Sinosauropteryx hatte mit über 60 Schwanzwirbeln den proportional längsten Schwanz aller bisher bekannten Theropoden, wobei vermutet wird, dass Comsug Natus einen ähnlich langen Schwanz gehabt hat. Wie bei verwandten Gattungen hatte der Schädel fünf paarige Schädelfenster, wobei die Augenhöhle das größte war. Der Unterkiefer war dünn, wobei das Mandibularfenster fehlte. Eine Öffnung im Unterkiefer, die sich für gewöhnlich bei Archosauriern findet. Die Zähne waren klein, aber scharf, wodurch sie an die Beute angepasst waren, die aus kleinen Wirbeltieren und vielleicht auch kleinen Tieren wie Insekten bestand. Die vordersten Zähne im Zwischenkieferbein waren im Gegensatz zu den restlichen Zähnen nicht gesägt. Unterschiede zu Sinosauropteryx zeigen sich in einem kürzeren Schädel, längeren Halsrippen und verhältnismäßig längeren Armen, die 40% der Beinlänge erreichten. Der deutsche Fund aus den Sollenhofener Plattenkalken in der Region Riedenburg-Kelheim in Bayern wurde von dem Physiker und Fossiliensammler Josef Obendorfer im Jahr 1859 erworben. Der genaue Fundort wurde von Obendorfer anscheinend geheim gehalten und ist bis heute unbekannt. Johann Andreas Wagner studierte das Fossil und veröffentlichte im Jahr 1859 eine kurze Beschreibung. Im Jahr 1861 folgte eine umfangreichere Beschreibung. Wagner prägte den Namen Comsug Natus longipes
Langbeiniger, zierlicher Kiefer, hielt den Fund aber für eine Art Eidechse. John Ostrom veröffentlichte 1978 eine umfangreiche Beschreibung, wodurch Compsognathus zu einem der am besten bekannten Kleintheropoden jener Zeit wurde. Das Exemplar galt als bedeutende Ikone der sogenannten Opisthotonus-Hypothese. Die gekrümmte Körperhaltung ist allerdings nicht auf Agonie, sondern auf Zersetzungsprozesse nach dem Tod zurückzuführen. Das in Deutschland entdeckte Fossil wird heute in der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und historische Geologie in München ausgestellt. So viel zu den Fakten rund um dieses interessante kleine Geschöpf. Hier kommen wir jetzt zum Modell selbst. Hier, wie gewohnt, beginnend mit dem Kopf in der Nahansicht. Dieser kleine Compsognathus von Papo hat, wie schon erwähnt, einen beweglichen Unterkiefer, der sich maximal so weit öffnen lässt und macht gut was her, erinnert wirklich sehr, sehr stark an den Compsognathus, an die Compis, wie sie da genannt wurden, aus den Jurassic Park Filmen. Und man sieht, er hat wirklich ein ganz, ganz zartes Schädelchen und wirklich extrem kleine Zähnchen. Eine winzig kleine Zunge im Unterkiefer, die man kaum ausmachen kann. Dennoch ist sie hier gut sichtbar. Zwischen winzig kleinen Zähnchen. Der Oberkiefer ist nur minimal ausgearbeitet, aber kein Wunder bei einem so winzigen Figürchen. Dann haben wir hier diese wunderschönen Augen, die fast lebensecht wirken. Ja, also da hat Papo wirklich mal was Neues gemacht hier. Es sieht so aus, als hätten sie es erst braun gemalt mit einem schönen Glanzlack. Und dann eine kleine schwarze Pupille da dran. Das sieht sehr lebendig aus. Fast schon so, als hätte er ein Glasauge da drin, aber es ist natürlich nur bemalt. Hier sieht man nochmal, was er für einen kleinen winzigen Schädel hat. Ganz zierlich. Hier sieht man halt ein kleines Loch vom Gelenk. Eine kleine Aussparung. So, dann haben wir hier den Hals, der S-förmig gehalten ist, mit einer ganz, ganz zarten Kehlwange hier. Die Haut ist ebenfalls sehr schön strukturiert. Schöne Details überhaupt an der Haut hier. Und hier hat auch noch so eine dicke Hautfalte. Das hier sieht fast wie eine Ader aus. Das zierliche kleine Körperchen. Kleines Schulterblatt, zierliche Schenkelchen, zierliche Arme. Sogar die Rippen stechen hier ein bisschen durch. Von der Farbe her ist er ja so in einem, ja, Grasgrün, kann man sagen, mit dunkelgrünen Streifen da drauf. Im Vorschaubild, im Produktbild, ja, zu diesen Neulingen, sah dieses Modell wesentlich dunkler und markanter aus. Auch der Bauch, der hier recht hell ist, wurde bei dem Exemplar eher rötlich dargestellt. Aber gut, solche Abbildungen können auch immer variieren. So, hier sieht man mal das zarte Körperchen und nochmal die Schulterblätter. Der kleine Rücken, ein wohldefinierter Brustkorb. Die Beckenknochen schauen hier durch, das ist ziemlich unterernährt, das Tierchen. Dann die kleinen Oberschenkelchen hier. Hat sehr lange, schlanke Beine, sehr zarte, aber wohldefinierte Füßchen, schöne Vogelfüßchen hier, dann die andere Seite nochmal. Schönes kleines Modell, die Unterseiten der Füße, da sieht man noch so ein Siegel an einem der beiden Füßchen hier, ansonsten ist es doch relativ schlicht. Schwanz des Modells, auch relativ simpel bemalt. Da endet das schon. Und er ist ein Tripod, er stützt sich auf der Schwanzspitze hier ab. Und biegt sich so nach unten. So, schauen wir uns die Unterseite nochmal an. Kleiner zarter Unterkiefer, hier sieht man nochmal das Gelenk. Dann gibt es hier nochmal eine zarte, feine Brust. Die Händchen mit den zarten kleinen Fingerchen. Das Schöne ist, die variieren. Die sehen nicht beide gleich aus. Hier hat er die Finger ein bisschen mehr zusammen und da halt etwas mehr auseinander.
auch sehr schön gemacht. Und das Bäuchlein, das ist recht glatt eigentlich von seiner Struktur her. Sieht nur wenig schuppig aus, ist mit ganz, ganz flachen Schuppen. Dann sieht man hier das Darmbein, das Schambein, das hier so durchdrückt. Hier auch nochmal die Unterseite des Schwanzes. Ja, und so sieht dieses lustige kleine Kerlchen einmal komplett von vorne aus. So einmal komplett von hinten, die Ansicht von oben und einmal von unten. Oh, es zeigt sich gerade, er kann sogar frei stehen. Ja, also der Schwanz liegt nicht unbedingt auf, kann man aber so machen, wenn man dann will. Aber das Schöne ist, er kann auch frei stehen. Er stützt sich doch nicht auf seinem Schwanzende an. Also ihr Lieben, ein wirklich wunderschönes, kleines, feines Modellchen. Ja, das man schon fast als Jurassic Park Merchandise werten könnte, wenn man denn wollte. Also wirklich sehr, sehr stark davon inspiriert, von der Form, von der Farbe und überhaupt allgemein von seiner Pose her. Erinnert es doch sehr stark an jene Szene mit dem Mädchen am Strand und wie diese kleinen Kompis, diese frechen kleinen Kompis, da auf ihr Stück vom Kuchen warten. Oder in dem Fall vom Sandwich. Tabim und ich für meinen Teil klingt mich wieder aus. Sagt tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Review Time, Unboxing Time, was auch immer Time bei Katrin. Bis dann, ihr Lieben, und bye!